Hallo und herzlich willkommen zum Eurotruck-Simulator. Ich muss hier mal einmal ganz kurz gucken, wegen dem Pegel. In was stimme ich hier heute nicht? Gut, jetzt gab es wahrscheinlich ein paar komische Geräusche. Hallo, ja, ich glaube, jetzt müsste besser sein. Irgendwie klingt das heute alles komisch, so ungewohnt, schon lange nicht mehr aufgenommen. Ich habe diese Fahrt jetzt nochmal von vorne gestartet. Ich dachte, das wollte ich euch nicht zumuten. Heute kam übrigens, also heute ist ja der Dienstag. Heute kam fast kein Part Eurotruck, weil wir haben jetzt gerade 12 Uhr. Hoffentlich schaffe ich das alles pünktlich. Dauert ja immer alles eine Ewigkeit mit dem Hochgelade und so weiter. So, wir fahren jetzt auf jeden Fall einfach mal los. Weil, ganz einfach, ich habe ja erzählt, ich habe ja im Moment Abschlussprüfung. Ich komme gerade von der Abschlussprüfung. Vor einer halben Stunde saß ich da noch und habe geschrieben. Und ich muss sagen, die war mal richtig schön. Also, die kann man sich mal geben. Ohne Probleme. Das hat man ja auch nicht immer. Also, das ist die erste Prüfung, die ich so richtig einfach fand. Die anderen waren auch nicht so schwer. Aber die war wirklich leicht. Kann man schon sagen. Und deshalb kann ich jetzt auch aufnehmen. Es gibt auch ein bisschen was Neues in... Wahrscheinlich werde ich in einer Woche YouTube-Partner, wenn ich das denn alles... Also ich war ja eigentlich immer dagegen, aber mittlerweile, weil ich mir halt auch ein bisschen Sorgen mache wegen Lizenzen, habe ich glaube ich schon mal erzählt, dass ich da glaube ich doch mal YouTube-Partner werde. Und dann, das werde ich jetzt nach den Prüfungen halt in Angriff nehmen. Da läuft schon ein bisschen was und dann werde ich das jetzt wahrscheinlich durchziehen, je nachdem wie es aussieht. Wahrscheinlich schon, wenn alles so bleibt, wie es im Moment ist. Und dann, ja... bin ich bald Partner, dann wird sich aber nicht so viel ändern für euch. Ja, eigentlich fast gar nichts. Nein, gar nichts eigentlich. Ich werde regelmäßig Videos machen, wie immer. Ich habe ja eigentlich schon immer regelmäßig Videos gemacht. Ich glaube, seit über einem halben Jahr kam schon mal ein Tag kein Video mehr. Also wir hatten eigentlich immer Videos jeden Tag. Und das wird auch so beibehalten, würde ich sagen. Gut, jetzt bremsen wir mal hier runter. Hier haben wir auch schon mal Malheur gehabt. Ich bin jetzt auch gerade ein bisschen vorsichtiger. Ich gucke jetzt gerade mal, ich halte mal Ausschau nach der nächsten Haltestelle und fahre ein bisschen vorsichtiger als im letzten Part. Da hatte ich ja immer ein bisschen zu viel Malheur, also musste ich die Tour mal neu starten, habe ich mir gedacht. Man kann euch aber nicht immer zumuten, hier mit zweistelligen Prozentzahlen an Schaden rumzufahren. Das will doch auch kein Mensch eigentlich. Und deshalb bin ich jetzt einfach mal auf den letzten Speicherpunkt zurückgesprungen. Das macht mir dann auch ehrlich gesagt mehr Spaß, weil wenn man solche Touren fährt und dann wieso nicht so viel Geld für die einzelne Tour kriegt und dann gleichzeitig noch so viel Schaden, macht keinen Spaß dann. Also habe ich hier jetzt einfach mal resettet, mehr oder weniger. Gut, ansonsten... Bald. Ich habe jetzt ja eigentlich alle Arbeiten um, die ich für die in der Schule noch habe. Ich werde mir noch ein bisschen was überlegen. Ich möchte ja weiterhin an meiner Qualität arbeiten. Ich werde demnächst wahrscheinlich ein bisschen meine Stimme mit einem Kompressor oder so nachbearbeiten, also dass meine Stimme ungefähr auf einem klanglichen Level bleibt. Was habe ich denn? Das war aber knapp. Da habe ich schon wieder ein bisschen gepennt. Genau, also ich möchte ein bisschen weiter an meiner Videoqualität arbeiten. Das tue ich ja eigentlich immer kontinuierlich. Sofern da was möglich ist. Also an meiner Hardware, sag ich mal, werde ich in Zukunft nicht so viel ändern. Ich habe immer noch mein NT1A hier stehen, mit dem ich jetzt seit anderthalb Jahren glücklich bin. Und ich glaube, da muss auch nichts Besseres erstmal her. Da kann man mehr an meinem, ja, an meinen Einstellungen optimieren, als irgendwie an der Hardware. Und wahrscheinlich auch mehr an mir. Ja. Auf jeden Fall in den Sommerferien. Ich möchte demnächst, kann ich ja mal ankündigen, ich werde den Agrarsimulator bald mal spielen. Ich werde bald wieder Minecraft hochladen als Together und dann hoffentlich durchgehend. Das war ja jetzt alles ein bisschen eng mit den Prüfungen und so weiter, dass wir nicht aufgenommen haben. Aber bald geht's halt wieder rund beim Minecraft LPT. Und dann kommen auch wieder, was weiß ich, wir machen dann, denke ich mal, wieder 3 Videos am Tag. Den Eurotruck oder Minecraft wechselt sich ja immer ab. Und dann... das Hardcore-Projekt natürlich. Dann habe ich noch ein ganzes Projekt auf Platte zum Landwirtschaftssimulator. Da muss ich mich aber absprechen. Das ist ein Together, was auf 3 Kanälen hochgeladen wird. Und da müssen wir dann halt gucken,
was denn am gefragtesten ist. Also wie wir das aufteilen. Ich weiß nicht, ob ich vier Videos am Tag durchziehen kann. Je nach Dateigröße bedeutet das für mich, dass ich 20 Stunden hochlade oder so. Das kann da schon mal passieren und da muss ich gucken, wie ich das alles so geregelt kriege. Weil ich ja schon, ob ich mal irgendwie mir noch eine andere Möglichkeit suche. Hier kriege ich so schnell, glaube ich, kein besseres Internet in meinem Ort. Das ist immer so eine, mal heißt es ja, mal heißt es nein mit so einer 50k. Wahrscheinlich werde ich einfach, meine Großeltern wohnen im selben Ort und da immer meinen uralten Laptop hinbringen, der sonst nichts taugt, und einfach mal hochladen von da aus. So, wir werden jetzt aber erstmal hier... Ah, schaffen wir das? Sollten wir ja eigentlich. Langsam rum. Ah, der kommt gut. Und dann können wir da vorne in die Box. Dann haben wir hier endlich auch mal vernünftig geschlafen, ohne viel Schaden zu verursachen. Gut, und schlafen. Wenn man sonst nichts weiß, einfach mal schlafen gehen. Dann wird's schon gut. Auf jeden Fall möchte ich gerne wieder mehr Videos machen. Man macht das ja auch selber. Also ich mache es ja nicht, auch wenn ich jetzt YouTuber werde, nicht wegen dem Geld. Weil ganz ehrlich, wenn man das dann auf die Stunden hochrechnet, die ich hier dafür verbringe, da kann man besser irgendwie Zeitungen austeilen oder sonst irgendwas machen. Da kommt mehr bei rum. Auch wenn das immer noch nicht so viel ist. Außerdem habe ich ja wirklich schon sehr viel Geld für YouTube investiert. Für Festplatten, für Spiele, für Mikrofon, Audio-Interface und sowas. Und das kriege ich so schnell wie so nicht rein. Das dauert ein, zwei Jahre. Auf jeden Fall, das ist nicht so viel. Das, ich sag mal so, wenn man in der Größenklasse, die ich im Moment habe, mit knapp, also um die 2000 Views am Tag, wenn ich in der Größenklasse bin, dann lohnt sich die Arbeit wirklich nicht. Also die Stunden, die ich an Videos machen sitze, das dann mit dem Gehalt, was ich dann, sag ich mal, im Monat kriege, das sind einfach zu viele Stunden für das Gehalt eigentlich. Aber ich mache es ja einfach aus Spaß. Und dafür, dass ich da früher, sag ich mal, gar nichts für gekriegt habe, außer nette Kommentare und sowas, kann man ja schon sagen, dass sich das lohnt. Das ist eigentlich, ja, mehr oder weniger ein kleiner Bonus dann. Und ich werde jetzt auch nicht irgendwie, ich werde damit nicht reich, das kann ich euch sagen. Aber ich werde, sag ich mal, erstmal gucken, dass ich alles, was ich für YouTube schon ausgegeben habe, wieder reinbekommen. Und wenn das erledigt ist, dann werde ich weiter in YouTube investieren, was vielleicht auch schon mal davor, also weiß ich nicht, nochmal ein besseres Mikrofon, aber ich glaube, da habe ich im Moment am wenigsten Potenzial. Ah! Da besteht am wenigsten die Notwendigkeit. Da gibt es, glaube ich, Sachen, die wichtiger sind. Vielleicht brauche ich nochmal eine Festplatte, weil meine schafft ab und zu das Schreiben nicht so ganz. Die macht 100 MB oder so. Und bei aufwendigen Stellen, da zieht die schon mal ganz gerne ein bisschen down. Die FPS. Sowas alles. Und das für so eine Festplatte arbeite ich dann auch schon viele, 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 viele Stunden. Also ihr müsst euch nicht vorstellen, nur weil jemand YouTube-Partner ist, dass der damit Unsummen macht. Das ist wirklich... Ich glaube, also unter 50.000 Abonnenten oder so, dann hat man natürlich auch schon ordentlich Klicks. Darunter macht es eigentlich gar keinen Sinn, das Ganze irgendwie als Arbeit zu sehen. Darunter ist es für mich nur Hobby, weil dann, wenn man das wirklich ernsthaft als Arbeit nimmt, dann ist der Lohn pro Stunde einfach zu gering. Muss man einfach sagen, dann kann man besser irgendwie einen 1-Euro-Job machen, weil das sollte man echt nicht unterschätzen. Allein, ich habe ja vorhin erzählt, boah, ich richte hier gerade mal mein Mikrofon, wie viele Stunden ich hochladen würde. Die habe ich jetzt noch nicht mal berücksichtigt bei meinen Rechnungen. Ich habe da nur Schneiden, Aufnehmen, Encodieren, sowas berücksichtigt. Also das, wo ich wirklich aktiv dabei bin. Beim Hochladen kann ich ja auch noch irgendwas anderes nebenbei machen. Aber jetzt habe ich hier so einen Hänger. Ich glaube, das liegt an der Map, das kennt ihr ja schon. Da braucht ihr einen kleinen Moment und dann hier wieder alles wunderbar. Aber jetzt, wo halt die Arbeit in der Schule vorbei sind, möchte ich halt auch wieder mehr Videos machen, weil ich da total Bock drauf habe. Also der Agrarsimulator wird kommen, dieses Landwirtschaftssimulator Together wird kommen.
Wir haben so viel vor, Leute. Das wird echt krank, was da alles an Content kommt. Was hatte ich noch vor? Ich wollte den Landwirtschaftssimulator 2008 Retro-Let's Play, sage ich mal, machen. Den muss ich mir aber noch kaufen. Den finde ich nämlich nicht mehr. Den hatte ich zwar damals, aber irgendwie, ich weiß nicht, ob ich ihn mal verliehen habe. Das glaube ich schon. Ich meine, irgendjemand wollte sich von mir mal 2008 leihen. Und dann habe ich gesagt, ach, 2008, da wirst du nicht glücklich mit. Nimm den 2009er. Das ist quasi die verbesserte Version. Ist es ja auch wirklich. Also die Map und so, die ist ja doch alles sehr ähnlich. Und dann habe ich den, glaube ich, verliehen. Und deshalb habe ich den nicht mehr. Aber ich weiß auch nicht, an wen ich den verliehen habe und so. Da werde ich mir einfach mal den 2009er so gönnen. Der kostet jetzt nur 2-3 Euro nur noch. Da kann man ja mal machen. Auch wenn ich das wahrscheinlich mit den Videos noch immer reinkriege. Mal so unter uns. Aber egal. Habe ich Lust drauf, den mal wieder zu spielen. Wahrscheinlich würde ich ihn mir auch so, glaube ich, nochmal holen. Einfach weil es ist der Klassiker. Und ich werde mir wahrscheinlich dann die Platin-Version holen, die ich damals gar nicht hatte. Ich hatte damals nämlich die Standard-Version zum Release gekauft. Also da war ich jetzt noch nicht so fortschrittlich. Da habe ich mir auch ehrlich gesagt nie Add-ons und sowas geholt. Wenn ich mal so drüber nachdenke, habe ich mir eigentlich noch nie für ein Spiel so wirklich aktiven Add-on geholt. Wenn ich mir, ich sag mal, den Euro Truck Simulator 1, den hatte ich ja. Den habe ich mir aber erst gekauft, als es die Gold Edition gab. Da war direkt ein Add-on dabei. Aber ich glaube, hätte ich vorher Euro Truck 1 besessen, dann hätte ich mir nicht noch die Gold-Version geholt. Einfach weil das dann Quatsch ist. Ich glaube, da gab dann England neu oder so. Das wäre eigentlich auch mal eine Sache. Wollt ihr mal den Euro Truck Simulator 1 sehen? Den habe ich hier irgendwo noch rumfliegen. Da könnten wir ja mal eine Tour machen. Wenn ihr darauf Lust habt. Aber dann würde ich sagen, weiß ich nicht, ein paar, vielleicht 10 Parts oder so, 10 Minuten. Was kürzeres, ein kleineres Projekt. Einfach mal euch das Spiel näher bringen. Wie das denn im Vorgänger alles so war. Ich wollte letztens den ATVs of Steel Holen installieren und da gab es das Problem, ja, der hat sich immer aufgehangen im Spiel, ich weiß auch nicht, an meinen Rechner sollte es eigentlich nicht liegen. Das lief damals noch auf so einem alten Schrott-Laptop bei mir. Ziemlich performant und, Gang rein, schnell! Wir haben Gegenverkehr, so. Der hinten so ein scheiß SUV da, ich bin ja nicht so für SUVs, ich weiß nicht. Mochte ich noch nie. Auch 1% Schaden hinten am Trailer. Ihr wisst ja, das ärgert mich immer, sowas. Jetzt stehen wir natürlich hier. Machen wir auch mal Motor aus. Ich meine, das ist jetzt sowieso mehr oder weniger gegessen. Und da kommt der Cargo Whale. Ist der lang? Nee. Das ist ja. Oh, da ist sogar ein Fluss. Sieht ja schick aus. Oh, schon wieder vorbei. Sobald der vorne sich bewegt, kann ich mal den Motor anmachen. Ich mache das gerne immer mit E, also manuell zünden, ohne irgendwie. Wenn ich Gas gebe, geht der ja auch an. So, dann dauert das halt zwar ein Momentchen länger, aber irgendwie finde ich das schöner. Habe ich auch damals bei meinem Lenkrad, als ich das für eine Zeit hatte, immer gemacht. Da hatte ich so einen Engine-Start-Button. Damit habe ich auch immer den Motor gestartet, einfach weil es ganz cool war, fand ich. Aber sonst, ja. Es gibt eigentlich nicht so viel Neues da, halt mit der YouTube-Partnerschaft, das werde ich dann demnächst in Angriff nehmen. Ich sage aber auch noch nicht, bei welchem Netzwerk. Ist auf jeden Fall ein relativ großes und bekanntes. Und ja, mir war halt wichtig, dass das Ganze deutsch ist und weil ich bin ja nicht so der Englisch-Experte. Ich bin jetzt zwar nicht die absolute Niete, aber ich traue mir nicht zu, irgendwelche englischen Verträge zu lesen. Das ist einfach mein Problem. Also, ich glaube, ich würde nicht alles verstehen. Gerade so ein bisschen so ein Fach Englisch, was dann die Profis unter sich schreiben. Das ist ja doch schon, kann ja doch schon kniffliger sein. So. Aber gleich geht es dann erstmal. Ich bin gleich ein bisschen unterwegs heute. Wenn dieses Video kommt, bin ich, glaube ich, gerade wieder zu Hause. Und ja, ich muss noch ein bisschen was planen dann auch. Uah! Genau. So. Hoffentlich kriege ich meine Prüfung auch bald wieder. Das ist ja jetzt schon irgendwie spannend, weil ich möchte ja gerne Abitur machen und ich darf quasi nirgendwo eine 4 haben. Also besser, also mindestens eine glatte 3 möchte ich schon überall haben. Und ich glaube, das kann ich auch schaffen in Mathe wahrscheinlich eher besser, weil Mathe fand ich jetzt wirklich, also die hätte ich auch schon vor 2 Jahren schreiben können, glaube ich, vom Wissen her.
Naja, vor allem, also es war wirklich nicht so knifflig. Abschlussprüfung 10, das ging. Ich weiß mal, dass ich eine Aufgabe auf jeden Fall falsch habe, aber da habe ich die Rechnung, glaube ich, richtig und da habe ich beigeschrieben, dass sie falsch ist. Dann kriege ich da auch irgendwie fast volle Punktzahl für. Und ja, ich glaube, eine 1 wird da halt schwer, wenn man mal ein, zwei kleine Flüchtigkeitsfehler hat oder irgendwas falsch aufgeschrieben hat oder mal wirklich ein falsches Ergebnis raus hat, dann hat man ja ganz schnell schon keine 1 mehr. Aber eine 2 sollte ich auf jeden Fall schaffen. Das war jetzt aber wirklich ein knappes Überholmanöver. Hier zwischen noch mal rein. Ich wollte noch mal so langsam gucken. Da oben haben wir den schönen Mond. Ich möchte gerne anhalten und den Part beenden, weil wir sehen uns dann am Donnerstag wieder hier im Eurotruck. Im Talk-Truck, mehr oder weniger. Obwohl, darf ich das überhaupt sagen? Der Harald Frenkel sagt das ja und ich möchte ja nicht irgendwie in Verruf kommen. Gut. Naja, aber ich glaube, den ist halt auch egal. Ich glaube, der hat Wichtigeres zu tun, als sich über sowas aufzuregen. Gut, wir stehen jetzt hier wunderbar und ich sag dann mal Tschüss bis zum nächsten Part.